رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله Allahu Ekber, Elhamdülillah, La Havle ve La Kuvvete İlla Billah. Allahümme inni es'eluke hayran hazer şehr ve auzubike min şerril kader ve min su'il haşer. Hilalu hayrin ve rüştin, hilalu hayrin ve rüştin, hilalu hayrin ve rüştin. Amintu billezî hakil halakak, amintu billezî halakak, amintu billezî halakak. Elhamdülillahillezî zehebe bi şehri cemaziyel ahir ve ca'e bi şehri Recep, elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Wir werden inşallah wieder wie jeden Monat eine kurze Stellungnahme zu der jeweiligen Mondsichtung machen. Ihr wisst, wir befinden uns ab dem heutigen Tag, das heißt ab dem Samstag des 13. Januars 2024, mit dem heutigen Tag im gesegneten Monat Recep. Das ist der siebte Monat des islamischen Kalenders, ein sehr wichtiger Monat, denn ihr wisst, nach dem edlen Koran in der Sura Tawbah steht ein ganz klarer Vers geschrieben, wo Allah sagt, dass Allah Himmel und Erde, bevor er sie erschaffen hat oder als er sie erschaffen hat, die Anzahl der Monate als 12 Monate festgelegt hat. Und da sagt Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar, dass 4 Monate von diesen 12 Monate als Haram-Monate, das heißt, das hat zwei Bedeutungen. Sowohl Haram, das heißt, in dem sind eigentlich die Kriege verboten worden. Das heißt, es ist das Wort Haram bezieht sich dazu. Und Haram kommt auch von dem arabischen Wort Hurmat, das heißt, die einem bestimmten Respekt gewidmet worden sind. Und das sind 4 Monate im islamischen Kalender. Das ist erstens der Monat Recep, ja, der steht quasi alleine, das ist der 7. Monat. Dann ist es der Monat Zilkaide, Zilhijja und Muharram. Das sind 3 aufeinanderfolgende, also der 11., der 12. Monat und der 1. Monat. Zilkaide, Zilhijja und Muharram, das sind Haram-Monate. Und der 7. Monat, der halt quasi alleine steht, der Monat Recep, ist ein Monat, der Haram ist, das heißt, der einem bestimmten Respekt gewidmet worden ist im edlen Koran. Und es heißt letztendlich, dass unser Prophet ﷺ folgendes Gebet gemacht hat. Ahmed ibn Hanbal in Müsnet berichtet das. Allahumma barik ladana Recep ve Şaban ve Belliğna Ramazan. O unser Herr, tu uns den Recep und den Şaban segnen und führe uns inshallah in den Ramadan. Und letztendlich mit diesem Monat Recep sind es dann letztendlich genau 2 Monate, die uns noch bleiben bis zum Monat Ramadan. Und ich finde, das ist normalerweise eins der wichtigsten Aspekte bei Recep, Schaban und Ramadan, dass man sich mit dem Monat Recep schon auf den Monat Ramadan vorbereitet, also geistlich und auch letztendlich körperlich. Ja? Zu der Information inshallah, also der Monat Jemaziel Akhir, also der 6. Monat, begann am 14. Dezember 2023. Die Mondsichtung haben wir ja letztens gemacht. Und der 29. Jemaziel Akhir, also da an dem Tag, wo die Mondsichtung gemacht wird, fiel auf dem 11. Januar 2024, also vor 2 Tagen. Und die wichtigste Information eigentlich zu dem 11. Januar, wo die Mondsichtung gemacht wird, am 29. Jemaziel Akhir, da fand die Mondkonjunktur, also der Mondabnullung quasi, also der astronomische Neumond, fand um 12 Uhr Mittag statt. Ja? Und es ist halt wirklich so, dass bei Sonnenuntergang in Mekka und auf der arabischen Welt wirklich der Mond ungefähr mit der Sonne auch ein bisschen auch davor unterging. Also in Mekka ging der Mond eine Minute vor der Sonne unter. Das heißt, die Sichtung war in der arabischen Welt unmöglich gewesen. Ich möchte mal quasi das erste Bild jetzt hier einblenden.
warum es an dem Tag keine Sichtung weltweit gab. Ihr seht ja jetzt die ganze Weltkarte eingeblendet. Ja, und also der rote Bereich fängt ja dann letztendlich im südwestlichen Teil vom Atlantischen Ozean an. Und die gelbe Linie, also wo eine Sichtung vielleicht mit einem Teleskop, mit einem sehr starken Teleskop möglich wäre, zieht sich ja quasi so ja, über Venezuela, über Chile, so bei Argentinien runter. Und wir haben die Mondsichtung wirklich bis zum Morgen verfolgt, also bis von Amerika und Kanada. Und an diesem Tag, also am 11. Januar, also am 29. Jemaa al-Akhir, gab es wirklich weltweit, und ich betone weltweit, keine einzigste Sichtung, gar keine minimale Sichtung, so dass es einen Konsens gab, also weltweit gab es einen Konsens, außer in der Türkei, die haben halt am 12. Januar mit dem ersten Recep begonnen, das ist ja, weil sie nach Astronomie gehen, nach der Rechnung gehen. Es gab weltweit, ich betone es, weltweit keine einzigste Sichtung, dass wir am Freitag mit dem ersten Recep begonnen hätten. So haben einige Türken natürlich diese sogenannte, besonders sogenannte Regaib-Kandile am Freitagnacht, also von Donnerstag auf Freitag gefeiert. War natürlich wieder ein Fehlschuss gewesen. Also es gab weltweit keine einzigste Sichtung. Und es gab auch wirklich auch einen, ja, wie soll man sagen, einen Konsens diesmal, also wirklich Konsens, dass man sagen kann, der erste Recep begann am 13. Januar 2024, also quasi am heutigen Tag. Ich komme nochmal zu dem gestrigen Tag, also dann den 30. Jemaa al-Akhir, weil es am 11. keine Sichtung gab, haben wir den 12. Januar, das heißt den Freitag, also gestern, auf den 30. Tag vollendet, und somit war automatisch schon ja der Samstag, der 12., der 13. Januar, der 1. Jemaa al-Akhir. Ich möchte bloß aber die Sichtung, weil wir ja auch authentisch als Plattform sind, arbeiten. Das heißt, ihr seht hier gerade die zweite Landkarte, das war gestern Abend, also die Nacht vom Freitag auf den Samstag, der 12. Januar. Da seht ihr hier, vor allem bei dem grünen Bereich, dass der Mond dort auch mit dem Auge schon ohne irgendwelchen Fernglas oder mit irgendwelchen Hilfen gesichtet worden ist. Es gab sehr viele Sichtungen, ich möchte nur auf einige hier verweisen. Das erste Bild, was ihr hier seht, ist eine Neumondsichtung vor dem Sonnenuntergang, das aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Abu Dhabi. Das wurde mittags aufgenommen, das ist hier der erste Neumond, der uns erreicht hat. Es gibt mehrere Sichtungen, es gab auch eine aus Saudi-Arabien, die möchte ich jetzt gar nicht hier einblenden, weil, wie gesagt, es sind viele eigentlich. Das war die eine vor dem Sonnenuntergang, am Mittag. Dann gab es Neumondsichtungen auch nach dem Sonnenuntergang, und das seht ihr hier, hier aus Australien, klar, mit einem ganz bloßen Auge zu sehen aus Australien. Dann wieder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist alles nach dem Sonnenuntergang, was ihr seht. Aus Abu Dhabi konnte man auch ganz klar sehen. Hier aus Algerien zum Beispiel, da ist der Mond ganz groß zu sehen. Ihr müsst euch überlegen, also umso mehr das nach Westen geht, umso größer wird auch der Mond. Aus Algerien ganz klar. Hier aus Irak zum Beispiel auch eine Mondaufnahme. Also mit dem bloßen Auge auf der ganzen Welt zu sehen. Wie gesagt, kann ich jetzt das Video eigentlich auch hier ganz, ganz schlicht und mit ganz klaren Aussagen auch beenden. Wie ihr seht, es ist auch extrem kalt geworden jetzt hier aktuell, am 13. Januar, quasi am 1. Recep. Also wir können jetzt mal sagen, ganz klar, der 1. Recep fällt auf den 13. Januar 2024. Und diejenigen Staaten, die auch wirklich offiziell damit begonnen haben, ist Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Irak, Kuwait, Marokko, Saudi-Arabien, Jemen, Indonesien, Iran, sogar Iran, Sri Lanka, Syrien, Oman, Philistin, Katar, Libanon, Ägypten und auch Nigeria. Also die ganzen Länder haben letztendlich heute am 13. Januar mit dem ersten Recep begonnen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns natürlich erstmal natürlich vor allem in den Schaban kommen lässt und auch uns den Ramazan erleben lässt. Ein Bruder, der auch letztes Jahr mit uns zusammen gewesen war, ist auch vor einer Woche verstorben, ein Muwahhid-Bruder. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm gnädig sein, möge er ihn inshallah ta'ala ins Paradies eingleiten lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala auch seine Sünden verzeihen, seine Stufen im Paradies erhöhen. Ein sehr, sehr guter Bruder, der immer an unserer Seite gewesen war, den haben wir letzte Woche beerdigt. Und wie gesagt, das sage ich auch aus dem Grund, erstmal ihn zu gedenken, vor allem in diesem Video, aber auch aus dem Grund zu sagen, keiner soll sich bitte sicher sein, ob wir den nächsten Ramazan oder den nächsten Schaban erleben werden. Wa ahru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin.